Das ist jetzt das Bein, das wir letztes Jahr in Szene gesetzt haben am Electronic Gender Bending Music Festival Le Belle de Nuit in Istanbul. Nathalie, weißt du noch, meine Music Goal? Oh ja, ein einziges rechtes Bein in unserer Deko. Jetzt sind wir aber dieses Jahr in Zürich dick angelegt. Es ist Winter und daraus entstanden ist das hier unter einem Strumpfband. Ein riesen fettes Programm. Nimm das mal vor. Tada! Ja, das Riesenprogramm, ich falte es mal aus, damit man überhaupt sieht, dass es riesig ist. Es geht einmal, zweimal, dreimal. 5. November, Donnerstag. 18 Uhr. Geht's los mit der Vernissage. Genau, macht erstmal einen richtigen Auftakt, Raketenstart, geht ja dann 4 Tage weiter und das wird lecker. Was ist deine Faszination da dahinter? Wieso hast du überhaupt das Festival lanciert? In erster Linie geht es wirklich um die Förderung von Frauen in der elektronischen Musik. Gestartet hat das Ganze mit der Idee, Dinge anzupacken, andere zu motivieren, Kultur, Musik und Technik selber in die Hand zu nehmen, vor allem Frauen. Hallo, ich bin die Ellie Elliver. Ich lege auf und ich habe unter anderem mit meiner besten Freundin eine Booking-Agentur gegründet. Am 6. November werde ich einen Workshop mitveranstalten bei Le Belle de Nuit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt, wenn euch das Thema Labelarbeit und die Arbeit von Booking-Agenturen interessiert. Wie kann man sich selber gut vertreten? Also man kann ja auch ohne Agentur seine Connections ausbauen und dass man sich auch bitte nicht unter Wert verkauft, weil das macht ja auch generell die Strukturen kaputt, wenn zu viele Leute für gar nichts oder nur für Spesen spielen. Und dann würde ich gerne weitergehen und erklären, wie das Business so läuft und im besten Fall schon die ersten Verknüpfungen aufbauen. Ich glaube, es gehen viele großartige Künstlerinnen an uns vorbei, wenn wir die nicht supporten. Ich bin Isi, ich habe das Booking gemacht für das Le Belle de Nuit Festival. Ich bin sehr persönlich auf die Frauen zugegangen, weil es mir wichtig war, dass die Musikerinnen nicht wegen der Gage kommen, sondern hinter der Idee stehen, dass sie Lust haben auf uns. Die Lena Wilkens habe ich gesehen diesen Sommer. Ich war dann auf Krücken unterwegs mit Terminator Bay. Mein erstes Mal im Ausgang. Die haben mich dort dann so richtig zünftig um den Finger gewickelt mit ihrer Präsenz, mit ihrem punkigen Charme und vor allem mit ihrer Musik. Ich habe dank der Lena herausgefunden, dass es sich auch mit Krücken reifen lässt. Und zwar so richtig. Die Ora Vipera Show ist etwas vom heissesten und intensivsten, was es gibt. Und nicht nur, weil sie mit dem Feuer spielt, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber man muss sagen, also es ist nicht nur ein Festival für Frauen. Nein, ganz und gar nicht. Es geht auch um andere Minderheiten. Wir sind alle so sehr in unseren Rollen drinnen. Du bist entweder Mann oder Frau. Was dazwischen gibt es eigentlich sowieso nicht. Und ob man jetzt quasi als Frau experimentiert, mal in eine männliche Rolle zu schlüpfen oder als Mann in eine weibliche Rolle zu schlüpfen und diese Erfahrung zu machen, wo liegen die Unterschiede, wo liegen die Vorurteile, wie kann ich denen begegnen, dafür steht eigentlich Le Belle de Nuit. Wir machen es mit Ernsthaftigkeit, aber wir wollen echt Spaß dran haben. Ja, und das vor allem gemeinsam. www.lebeldenuit.ch, das ist eine Community und ihr könnt Teil davon werden. Und was ihr natürlich ganz fett im Kalender müsst markieren müsst. Jetzt brauchen wir das Programm nochmal. Ha, also Datum. 5. bis 9. November. Wir freuen uns auf euch. Und für alle, die das noch nicht gehört haben, das Wort DJing gibt es überhaupt gar nicht.